Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Shams Bundle von Moody. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Shams von Moody, das Ganze schon etwas länger her, am 2. August erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Ja, so sieht das Ganze aus. Es ist etwas ungewöhnlich, das Bundle, denn am 2. August kam eben die Shams EP von Moody raus. 8 Tracks gab es auf dieser EP und die wurde aber nur rein digital veröffentlicht. Und dann wurde eben abseits von dieser digitalen Variante noch dieses Bundle hier angeboten. Und ich habe dieses Bundle damals bestellt, im Glauben, es wäre die einzige Möglichkeit, die EP auch irgendwie physisch zu bekommen. Und was soll ich sagen, dem war nicht so. Also die EP gibt es nach wie vor nur digital und gibt es in keiner physischen Variante. Und das Bundle, das ich bestellt habe, ist spannenderweise ohne EP. Also das war auch, ist kein Fehler oder so, das war immer so gedacht. Es gibt zwar eine EP zu und zu der gibt es dieses Bundle, aber das Bundle hat die EP nicht beinhaltet. Ja, so viel dazu. Gut, wir haben hier einmal eine Autogrammkarte von Moody hier mit dabei. Dann haben wir ein Shirt, dann haben wir noch ein zweites Shirt und dann haben wir noch Poster. Zwei Stück dürften das sein, ja, zwei Poster an der Zahl. Jawohl, also, dann schauen wir mal hinein, beziehungsweise ich glaube, es dürften sogar drei Poster sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es sind tatsächlich sogar drei Poster. Gut. Wir starten normalerweise ja immer mit dem Tonträger, also mit der EP in diesem Fall. Nachdem hier keine EP mit dabei ist, starten wir einfach mal mit der Autogrammkarte. So sieht die aus, in blau gehalten. Wir haben hier in diesem Comic-Stil so das Gesicht, den Kopf von Moody zu sehen. Darunter den Schriftzug Moody. Auf der Rückseite gibt es hier ein Autogramm, mit schwarzem Stift wurde hier unterschrieben. Dann haben wir Poster mit dabei. Wie gesagt, drei an der Zahl und es sind idente Poster. Also wir haben hier dieses Poster mit dieser Dame, das ist meines Wissens auch das Cover der EP gewesen. Also wir haben hier diese junge Frau mit diesem Kranz, also mit diesem Zeichen, mit diesen Verzierungen rundherum. Darunter lesen wir dann Shams. Das Ganze ist quadratisch und einseitig bedruckt. Und dieses ist eben dreimal dabei. Also ihr seht, wir haben das Ganze hier noch zweimal mit dabei. Also in dreifacher Ausführung, ein und dasselbe Poster. Einseitig bedruckt, quadratisch. Und dann haben wir noch Shirts mit dabei. Und zwar zwei Stück. Und zwar einmal dieses hier. Und was ich dazu noch kurz sagen möchte, dieses Shirt hier, also das, was ihr hier seht, das schwarze, das war optional. Und zwar war das Ganze so aufgebaut, die Poster und die Autogrammkarte waren fix dabei, ebenso wie dieses Shirt, zu dem kommen wir noch gleich. Und dieses hier war optional. Es gab nämlich die Möglichkeit, einmal die mehr oder weniger Frauenvariante des Bundles zu wählen. Da hätte man statt diesem Shirt eine Leggings dazu nehmen können oder aber, ich sag mal, die Herrenvariante, die Männervariante war eben in diesem Fall zwei Shirts. Nachdem ich mit einer Leggings eher weniger anfange, habe ich mich in diesem Fall eben dann für das zweite Shirt entschieden. Das ist, wie wir sehen, in schwarz. Hier oben haben wir einmal den Moody-Schriftzug. Darunter lesen wir Sabre. Das war ja auch eines seiner Alben. Und ich glaube, das kommt aus dem Arabischen und heißt so viel wie Geduld, Ausdauer, Vermögen, Durchhalten. Also am besten, glaube ich, echt so mit Ausdauer und Geduld zu übersetzen. Hier in schwarz. Auf der Rückseite ebenfalls. Also nichts zu sehen weiter. Alles in schwarz. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem B&C exakt 190 in der Größe M. Die Größe konnte man damals frei wählen. Ich habe mich in dem Fall natürlich für M entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und dann haben wir noch das zweite Shirt. Wir legen das nochmal kurz zusammen und kommen dann zum zweiten Shirt. Also dieses Shirt war, wie gesagt, fixer Bestandteil des Bundles, das konnte man nicht irgendwie anders wählen, das war immer dabei, auch bei der Leggings-Variante.
Das kommt in einem knalligen Blau, hier wieder mit weißem Moody-Schriftzug. Und dann haben wir hier den Kopf von Moody wieder, wie wir es ja auch schon kennen von der Autogrammkarte. Ansonsten komplett in Blau gehalten, also auch die Rückseite. Und wir haben es hier zu tun mit einem P&C Exakt 190, auch wieder Größe M. Wie gesagt, Größe auch hier wieder frei wählbar. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und auch wieder made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Ja, das war soweit zum Bundle. Also auf diesem Shirt steht echt nur der Interpret und nicht der Album- bzw. der EP-Titel. Ganz kurze Info für euch noch. Shams kommt ebenfalls aus dem Arabischen und heißt so viel wie Sonne. Ja, und nachdem ich davon ausgehe, dass es sich auf diese Frau hier bezieht, wird das wahrscheinlich dann so viel sein wie diese Frau ist seine Sonne oder ja. Also ich denke mal, es ist so im romantischen Sinne gemeint. Gut, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt hier in Blau, wie gesagt, Größe frei wählbar. Dann dieses Sabre-Shirt in Schwarz und Weiß, Größe ebenfalls frei wählbar. Dann haben wir das Cover zur EP, zur Shams EP quadratisch in dreifacher Ausführung, dreifach quadratisch und eben einseitig bedruckt. Und die Autogrammkarte auf der Rückseite unterschrieben. Jawohl, das alles in diesem Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Moody unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.